Pfarrer Otto Neururer ist ein Seliger auf dem Weg zu seiner Heiligsprechung im Herzen der Tiroler, aber auch im Herzen vieler gläubigen Katholiken. Ich glaube, diese Märtyrer des tausendjährigen Reiches aus Götzen in Tirol ist uns allen Vorbild durch sein 34-stündiges Beten ohne Unterlass, hängend auf den Fleischerhaken mit dem Kopf nach unten, die Füße mit Schafpelz umwickelt und mit Ketten aufgehängt zum Sterben oder besser fast zum Verrecken. Im Bunker des Konzentrationslagers Buchenwald in Deutschland. Die Rache für die Verhinderung einer staatlichen Ehe des fanatischen Parteigenossen Weirather mit Elisabeth Eigentler. Der Hass des NS-Parteigenossen eskalierte, weil Pfarrer Neururer in den verwirrenden Umständen des Lebens der Elisabeth Eigentler zu ihrer eigenen Gewissensentscheidung verholfen hat. Neururers Hinweis, dass die deutsche Ehe und die sakramentale Ehe nicht die gleiche ist, hat Elisabeth die Augen geöffnet. Pfarrer Otto Neururer hat in ihr einem seelsorgischen Gespräch zu ihrer eigenen Gewissensentscheidung verholfen. 34 Stunden dauerte es, im Gebet der Stille und im Angesicht der ihm verspotteten Bunkerknechte bis zu seinem erlösenden Tod. Wie gut daran, Pfarrer Otto Neururer als Seliger zu preisen und ihn als Maßstab unserer Herzen Kraft des Ehesakraments einzupflanzen. Denn seine Werte im Christentum sind wörtliche Nachfolge unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus hier auf der Via Dolorosa. Studiert man das Leben vom Pfarrer Otto Neururer im KZ, so muss man sagen, er ließ nie von seiner Seelsorge ab. Er hat seine priesterlichen Pflichten, um die er gebeten wurde, erfüllt. Am Ende wurde er noch von einem sogenannten bekehrten Spion an die Lagerleitung verraten. Als Folge dieses Verrates kam Neururer in den berüchtigten Todesbunker im KZ Buchenwald. Was Pfarrer Neururer im KZ zustieß, nahm er als von Gott zugelassen, ohne Widerstand an. Er ertrug seinen Leidensweg bis zum Ende der 34. Opferstunde, die ihm endgültig mit seinem göttlichen Meister verband. Im Bilde sehen Sie zentral den Pfarrer Neururer hängend auf zwei Fleischerhaken und still betend. Sie sehen gleichsam eine Sekunde dieses Sterbens im kosmischen Zeitalter heute. Rechts im Bild sehen Sie das Schwarz-Grau als Macht der Finsternis mit einem starken Stachel, der in das Herz des Opfers stechen will. Doch gewaltige Kräfte brechen dem Dorn die Spitze ab. Gleichzeitig spaltet die Kraft des Blitzes die Einheit des Bösen von oben bis unten. Auf der linken Seite bricht machtvoll das Gelb des Lichtes ein, dringt durch das Gesicht des Opfers Neururer, um es zu verklären. Das Geheimnis der ineinander verflochtenen Ringe, die wohl beweglich sind und doch eine Einheit bilden, Zeichen und Symbol der sakramentalen Ehe. Links unten im Bild sehen Sie den blauen Planeten, die Erde, wie man sie heute vom Welt aus sehen kann. So ist Pfarrer Otto Neururer
gleichsam im Weltall als Heiliger unserer Zeit. Während wir, Frau Beate Fink und meine Wenigkeit, hier diesem eindrucksvollen Festakt beiwohnen dürfen, pilgern sicher viele Menschen zur Urne des seligen Pfarrers Otto Neururer in die Wallfahrtskirche nach Götzens, circa 500 Kilometer westlich von hier. Götzens, ein Ort, circa 7 Kilometer südwestlich von Innsbruck, auf einer Mittelgebirgsterrasse liegend, war die letzte Wirkungsstätte des seligen Märtyrerpfarrers Otto Neururer, ehe er 1938, kurz vor Weihnachten, von der Gestapo verhaftet, über das Polizeigefängnis Innsbruck in das KZ Dachau und dann weiter über Weimar in das KZ Buchenwald kam und dort 1940, also vor genau 70 Jahren, am 30. Mai, grausamst zu Tode gequält und gefoltert wurde. Und der Grund, wie ihn Herr Professor de Gasperi bereits angesprochen hat, war eigentlich ein banaler, würden viele heute sagen, zutiefst jedoch ein seelsorglicher. Er hat einfach einem jungen Götzner Mädchen abgeraten von einer Ehe mit einem geschiedenen, um über 30 Jahre älteren SA-Mann, der noch dazu seine Frau und seine Familie verlassen hat. Und dessen Zorn Otto Neururer zur Verhaftung verhalf. Und des Weiteren, ohne nochmals wiederholen zu wollen, auch im KZ wurde er letztlich wegen eines seelsorglichen Handelns aufgehängt und grausam gefoltert. Er hat seelsorglich gewirkt an einem Mithäftling, der den Wunsch geäußert hat, in die römisch-katholische Kirche aufgenommen zu werden und getauft zu werden. Das war allerdings ein Verräter und hat ihn verraten, worauf der Leidensweg Otto Neururers begann. Durch die ganze Biografie des Lebens zieht sich ein roter Faden. Otto Neururer war überall, wo er gewirkt hat, mit Leib und Seele Seelsorger. Er hat sich um das Wohl der ihm anvertrauten Schäflein gekümmert, mit ganz großem Einsatz, eigentlich bis zuletzt. Und er hat das Wort Christi ernst genommen, dass er sinngemäß beim guten Hirten sagt: Ich bin der gute Hirt. Und der gute Hirt gibt sein Leben hin für seine Schafe, wenn der Wolf kommt und die Schafe zerreißen möchte. So ernst hat Otto Neururer seine Aufgabe als Seelsorger genommen.